Stadt aus Arizona. Es hat ein wenig abgekühlt und heute kann ich dann ein normales tägliches Make-up auftragen. Denn dann, weil ich nicht so viel schwitzen muss. Also, und das möchte ich euch heute zeigen, wie ich das mache. Feuchtigkeit mit Sonnenschutz ist schon aufgetragen und mein Poreless Putty of Primer ist auch schon drauf. Der nächste Schritt für mich ist Grundierung. Foundation. Heute benutze ich ein Giorgio Armani Luminous Silk in Nummer 5. Das trage ich hier auf meiner Hand auf. Und wo ist der Schwamm? Hier ist der Schwamm. Es wird so schön schnell aufgetupft. So mache ich es gern. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache ist, sie kriegen es. So, ein feuchtes Schwämmchen habe ich jetzt und es wird verteilt. Falls Sie mich nicht kennen oder falls ihr euch mich. Ja, ich merke, ich habe schon länger kein Deutsch gesprochen. Wir sind umgezogen. War in Kalifornien 2 Wochen. Also es ging bei uns drunter und drüber. Ich heiße Susanne. Ich bin das Diplom-Kosmetikerin aus Wiesbaden, wohne jetzt in Phoenix, habe mich auf Make-up spezialisiert und mache jetzt Videos in Deutsch und in Englisch für Frauen, die halt nicht so knackig jung sind, wie die Werbung halt das alles so schön. Die halt älter sind, brauchen auch Unterstützung, wenn es um Schönheit ist, Hautpflege ist, Make-up ist oder wenn es um Schönheit, Make-up und Hautpflege geht. Dass ich halt vor 30 Jahren nur eine leichte Feuchtigkeitscreme brauchte oder eine getönte Tagescreme. Jetzt ist es schon ein bisschen anders. Also, die Grundierung habe ich jetzt schön aufgetragen. Ich glaube, es ist eben einmal drum herum ums Gesicht und Nacken hier, damit wir es auch gewiss wissen. Also, der nächste Schritt für mich ist dann Concealer. Das ist ein Revlon-Produkt. Color, no, Photo Stay, oh, Photo Ready. Ich habe keine Brille auf. Photo Ready. Und das ist die hellste Variation. Ich glaube, das heißt Fair, die ich gefunden habe. Ich bin halt sehr hell und ich vermeide die Sonne auch hier in Arizona. Ich weiß, was passiert, wenn man halt in die Sonne geht. Auch mit Sonnenschutz. Also das möchte ich vermeiden. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 54 und ich noch. Ja, ich habe die Sünden von meiner Jugend schon auf meinem Gesicht, aber es könnte auch schlimmer aussehen. Das war immer dran denken, gell? Also, mein Concealer, mein Abdeckstift, schön unter meinen Augen platziert. Es wird jetzt schön verteilt und eingeblendet. Benutzen. Und wie Sie sehen, es wird getupft, 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 nicht gerieben. So.
meine nassen Arbeit fertig machen, damit ich dann mit Puder weitermachen kann. Denn wenn ich dann nochmal mit dem nassen Produkt da drauf gehe, es kann gut ausgehen, es kann schlecht ausgehen. Also die Chance möchte ich nicht nehmen. Also hier kommt jetzt das letzte nasse Produkt, das ich heute benutze. Das ist Eye Fix von Elisabeth Arden für meine Augen, damit der Lidschatten schön haftet und den ganzen Tag lang schön bleibt. Viel, weil ich muss sagen, dass Elisabeth Arden Eye Fix ist das Beste, was ich benutzt habe. Ich gehe immer zurück zu den Eye Fix. Die ich heute verwende, das ist unbezahlte Ware. Ich habe die Produkte selber gekauft, weil ich eine Visagistin bin und kann mir aussuchen, was ich halt benutzen möchte. So, ich habe gestern ein Paket bekommen von Ipsy und da war dieser Puder dabei und das war Ciate London Extraordinary Translucent Powder. Das benutzen wir jetzt heute. Und es ist sehr hell, der Puder. Ganz hell, ganz weiß. Und da sagen sie, es ist eigentlich sehr gut, wenn man Baking möchte. Gebacken. Ja, da wird mein Make-up jetzt gebacken. Ich nehme jetzt ein feuchtes kleines Schwämmchen, tauche hier in den Puder hinein und es wird dann hier unter den Augen ganz heftig. Da so gelassen. Das bleibt jetzt so 5 Minuten. Und ich mache dann das restliche Gesicht in Make-up. Und am Schluss wird es dann schön abgebürstet, was halt nicht absorbiert wird. Und das heißt bei uns Baking, backen. Es wird gebacken. So. Concealer aufgetragen hat, soll es dann dick drauf platziert werden. Mal sehen. Es wird experimentiert heute bei uns auf meinem Kanal Face to Face Beauty. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug unter den Augen. Mein Bürstchen. So, jetzt nehme ich ein bisschen von dem Puder und tue das jetzt auf den Augenlider, damit das Eye Fix getrocknet wird. Okay, jetzt geht's weiter. Legen wir irgendwo hin. Ich fange gern an mit den Farbenprodukten von den Augenbrauen und gehe runter und arbeite runter. Und gestern habe ich auch einen neuen Augenbrauenstift bekommen von Wander. Farbe heißt Taupe und den werde ich jetzt benutzen. Es wird schön gemessen. Reingepinselt, wo es braucht. Ich habe meine Brauen gefärbt, aber ich merke, ich habe nicht mehr so viel Haare. Und ich muss trotzdem noch mit meinen Pinseln nach streichen, nachstreichen, fill in. Es juckt hier. Ja, damit es
auch auf gut Deutsch gescheit aussieht. So. Soll ja nach was aussehen. Ich habe heute Termine. Heute Nachmittag. Wie, dass ich vom Fach komme. So. Ist schön. Aber wenn man im Schwimmbad ist, im Pool, da hat man ein bisschen Farbe um Gesicht, genau mit das Wimpern färben. Aber ihr seht ja, ich habe ja Lash Extensions. Das gönne ich mir jede 2 Wochen, muss ich sagen. Also, das gefällt mir. Wer das erfunden hat, also super. Super, super, super. Sind fast fertig. Ich mit meinem Spuli. Hier auf dem anderen Ende ist das ganz brandneue Spuli. Das heißt bei uns Spuli. Keine Ahnung, was das in Deutsch heißt. Weiß, bitte. Nachricht. Augenbrauen sind fertig. Jetzt geht's weiter mit Lidschatten. Ich möchte nicht zu viel machen, aber es soll, wie gesagt, schon gescheit aussehen. Ich noch mal mit einem hautfarbenden Ton über das ganze Lid. Zu der Augenbraue. Das hilft dann, wenn ich mit den Farben anfange, dass ich es schön blenden kann. Ah, Layer of Powder. So, heute benutze ich für meinen Lidschatten Naked Urban Decay Nummer 3. Hier, wunderschön. Oh, ich mache was ganz, ganz Natürliches, was ganz Dezentes. Es soll professionell aussehen, aber nicht over the top. So, jetzt nehme ich meine Bürste und fange mit einem Mittelton an. Und gehe mit dem Mittelton. Auf den Knochen von der Augenbraue. Nein, es wird noch verfeinert. Aber ein bisschen Definition soll schon sein. Es muss nicht lang dauern, das ganze Gesicht. Und gehe in ein ganz dunkles Braun und gehe hier Augenwinkel hinein und die Farbe hier ein bisschen dunkler. Und stoßen.
aufgewachsen. Meine Mutter hat nichts anderes toleriert. Aus Franken, aus Wassertrüdingen. Und da hat mir was hinausgesprungen. Okay. So, jetzt ein ganz helles Rosa. Kommt denn jetzt hier? Geht dann hoch unter die Augenbraue und es wird schön vermischt, geblendet, damit keine krassen, scharfen Kanten da ist. Ganz schnell, jetzt geht es mit einem kleinen flachen Pinselchen los und gehe wieder in die dunklere Farbe und nehme das als meinen Lidstrich unter hier. Oben kann man das auch als einen Lidstrich benutzen, verwenden. Das Ganze ist ganz schön soft, leicht, nichts Hartes. So, jetzt geht's hier los. Auge. Hartes von meinem Make-up haben. Also es soll ganz lieblich, feminin, aussehen. Jetzt kann ich mit einem Kajal in die Wasserlinie, auch in Braun, ein bisschen Mascara, Wimperntusche für unten, oben brauche ich es ja nicht. Auch ein bisschen Verfeinerung, mein die Augen sind jetzt fertig. Ich nehme jetzt mein Bürstchen und wie Sie sehen, wo es noch weiß ist, da wurde der Puder nicht so absorbiert, wie wo es schon alles weg ist. Das bedeutet Baking. So, jetzt kann ich das alles wegpinseln und in die Haut reinarbeiten. Ein bisschen hell. Jetzt nehme ich einen anderen Puder. Wo ist er? Hier. Ein Revlon Color Stay Powder. Der ist ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr hautähnlich für mich. Und jetzt geht es über das ganze Gesicht. The Foundation jetzt. Ganz schnell. Ja, ein bisschen Puder braucht man.
damit auch dass die Grundierung den ganzen Tag hält. So, jetzt mache ich das zu, damit mir nichts verloren geht. Also, für mich der nächste Schritt ist ein bisschen Contour and Highlight. Nicht viel, es ist ja Tag, aber auch komm, ein bisschen Spaß können wir haben. Ich brauche jetzt mein Bürstchen und ich nehme das hellere Braun und ich werde mein Gesicht ein bisschen Dimension geben, ein bisschen betonen, wo ich das haben möchte. In den aussehen, denn es wird in einer Minute schön verblendet. Am Schluss ist halt sehr schön. Das ist so schade, dass ich nicht den ganzen Hals wegblenden kann. Ich kämpfe jeden Tag mit dem Hals von meiner Großmutter. Da. Ja. Soweit bin ich noch nicht, dass ich zum Chirurg gehe, aber vielleicht in den nächsten 5 Jahren. Kann sein. Kann sein. Ich wohne in Amerika und es ist halt sehr akzeptiert, dass man, wenn was ist, was man nicht gefällt, halt zum Chirurg geht. Und meine Freundinnen reden auch drüber. Es ist nicht tabu bei uns hier. Also jetzt wird alles schön vermischt, geblendet, damit nichts Harsches, nichts zu wieder, es darf nur ein Hauch von Farbe übrig bleiben, wenn man das macht. So mehr man halt hier jetzt rangeht, so besser. Ich bin 54 Jahre alt und möchte noch gut aussehen. Mich nicht jeden Tag so auf, aber wenn es sein muss, wieso dann nicht? Ich bin halt eine Visagistin und ich muss aber auch ab und zu mal zeigen, was ich kann. Für mich. Also, schön. Das sitzt jetzt. Jetzt kommt ein bisschen Blush. Heute ist Chanel dran. Eine von meinen Lieblingsfarben. Ich sehe es jetzt nicht. Ach, ja, die Brille muss her. So, wie heißt die Farbe? Mocha. Mocha. Wo ist es jetzt hingeflogen? Und das habe ich schon sehr geliebt. Benutzt. Wo ist mein Pinsel? So. So, das geht auf die Bäckchen. The apple of my cheek. Es vermischt sich jetzt ein bisschen den Contour hier. Nicht viel, aber es soll schon zusammenblenden. Und hier auf meinen Ecken ein bisschen sun-kissed soll ich schon aussehen. In der Wüste und es ist warm und die Sonne scheint. Also so ganz blass möchte ich nicht aussehen. Und jetzt kann ich ein bisschen mehr blenden.
mit meinem Puderpinsel. Mehr natürlich aussieht. Ich möchte einen Natural Look hier haben. Nicht zu über, aber wie gesagt, ein bisschen schon. Soll, darf sein. Jetzt ein bisschen Highlighter. Jetzt gehe ich hier in diese Farbe hinein. Und das kommt jetzt hier ganz leicht. Spitze und noch ein bisschen hier. Das kann ich noch mal einblenden, wie gesagt, natürlich. Und zum Schluss, jetzt, bevor ich meine Lippen auftrage, das der All Nighter Summer Solstice Setting Spray von Urban Decay. Damit es auch schön lang hält. Man kann sprühen und dann mit dem als einpressen, wenn man nicht warten möchte, dass es natürlich trocknet und schneller gehen sein soll. So, also, und jetzt ein bisschen Lippe. Ganz natürlich heute von NYX. Mal sehen, wie. Fortune Cookies. Fortune Cookie. Okay. Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu hell. Ja, ein bisschen an was anderes. Drüber. Was habe ich noch? Ich habe genug. Ich muss nur was finden. Okay, das ist ein bisschen bräunlicher, auch von NYX. Und das heißt Praline. Praline. So. Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr was gelernt habt. Ich möchte, dass ihr öfter bei mir mal reinschaut und mir vielleicht Thumbs up gebt, ach mein Deutsch, und vielleicht eine Nachricht hinterlässt. Bis demnächst. Schminkt euch, Mädels.